Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den AEG hydraulischen Durchlauferhitzer DDLT Pin Control. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Durchlauferhitzer für deine eigenen vier Wände die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Durchlauferhitzer unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Für die Anfänger auf dem Gebiet können wir erstmal das Gerät definieren. Und hier nehmen wir uns mal Wikipedia zur Hilfe, denn hier wurde das sehr gut beschrieben. Ein Durchlauferhitzer oder Durchlaufwasserheizer ist ein fest installiertes Gerät zur Warmwasserbereitung. Im Gegensatz zum Boiler, der als Vorratsbehälter eine begrenzte Warmwassermenge bereitstellt, erwärmt ein Durchlauferhitzer das Wasser erst dann, wenn eine Mischarmatur geöffnet wird. So, das ist die Durchlauferhitzer-Definition laut Wikipedia. Nur damit du dir mal noch einen besseren Einblick zu diesem Gerät machen kannst, weil das eine Gerätschaft ist, die nicht unbedingt selbsterklärend ist, dachte ich mir, wäre das noch ein nützlicher Tipp für dich. So, bei diesem Durchlauferhitzer hier gefällt mir vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Denn bei einem Haushaltsgerät, das mit einem so wichtigen Gut wie unserem Wasser arbeitet, solltest du in meinen Augen keineswegs am falschen Ende sparen, ja? Denn mit dem Wasser wäschst du dich, du bereitest Essen vor und so weiter und so fort. Und da solltest du in meinen Augen wirklich auf Qualität Wert legen und nicht unbedingt den billigsten Durchlauferhitzer, erwerben, den du auf dem Flohmarkt finden kannst, der dann möglicherweise defekt ist oder so, sondern du solltest schon ein hochwertiges Exemplar erwerben, so wie dieses hier zum Beispiel. Man muss dazu sagen, es gibt unglaublich viele Durchlauferhitzer auf dem Markt. Die Unterschiede, ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, für welchen Zweck du den erwerben möchtest, ja. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, auf die materielle Verarbeitung zu achten, und das ist hier in dem Fall in meinen Augen auf jeden Fall gegeben, weswegen ich diesen Durchlauferhitzer auch in der Tat weiterempfehlen kann. Das Amazon-Angebot zu diesem nützlichen Haushaltsgerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.